Das ist halt eine Scheiße, Digga. Ich will... Digga, ich raste gleich aus, Alter. Und somit, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Heute wird gepostet und zwar richtig fett mit dem lieben Markus Lang. Wir waren gerade, Leute, 2 Minuten draußen in der Sonne. Er hat einfach einen aggressiven Sonnenbrand. Also man sieht es nicht so übertrieben, aber... Ja, es tut egal. Schon weh, es tut wirklich weh. Aber Manu hat ich habe ihm schon die Auftrag gegeben, er soll ins Solarium gehen. Alles easy. Auf jeden Fall, Freunde, werden wir jetzt ein kleines Post machen. Yes. Wisst ihr, Marc ist jetzt auch wieder back im Game. Ich bin jetzt seit... 3 Wochen Pi mal Daumen auf Diät. Habe auch schon gut was abgenommen, Freunde, deswegen schauen wir einfach mal. Und generell, die Posing Skills wollten wir vergleichen einfach. Ja. Und deswegen habe ich hier den Marc hergeholt, den lieben Paul, als den Schiedsrichter sozusagen. Ja. Und wir werden jetzt einfach mal beginnen, Freunde. Also, ich übergebe das Wort an Paul. Ich mache ja. Punkte, wenn man die Paul Unterleitner Apps drauf hat. Nee. Oh, fuck. Das ist deiner. Wir machen das alles einmal so. Oh, Alter, gepostet habe ich wirklich safe seit 1,5 Jahren nicht mehr. Also, man sieht. Oben hin deutlich bei Manuel extrem stärker, aber ansonsten von den Beinen nehmen sie nicht viel. Lächerlich! Falsche Richtung. Seitlich? Ah, zwei Seiten. Digga, ich lust. Genau. Also, der Marc auch schon mal geübt, denn viele, die es vielleicht nicht wissen, Marc war schon mal Wettkampfvorbereitung. Ja, kann man nicht glauben, aber ja, war es. Und Bräun hat auf jeden Fall Manuel definitiv Flusspunkte. Und einen fetteren Arsch hat Manuel auch. Dafür habe ich die dickeren Eier. Ja. Schön Adduktor, Beine anspannen. Ja, aber Marks Rücken ist auf jeden Fall definierter. Aber dafür hat Marc einen relativ hohen Arschansatz, muss man sagen. Und eine schmalere Taille. Nochmal zur Seite. Oh! Zur Seite. Ja, ich dachte vorhin, Hemmys gerissen, ich hab. Oh, danke, Paul. Ja. Jetzt ziehe ich wieder ins Line-Up stellen, wenn ich nach vorne drehe. Digga. Ja, man muss sich Platz machen auf der Bühne. Dann Doppelbizeps. Ja, komm, das soll ein fairer Vergleich sein. Okay, okay. Ja, da ist auf jeden Fall gut Definition am Start, muss man sagen. Da wird Manuel mehr Peak. Ja, das ist auf jeden Fall Manuel Stärke. Ja. Kannst auch ein bisschen mehr rausholen, Manuel. Ja. So, Sidechest. Einer meiner Lieblingsposen, Freunde. Ja, sehr gut. Stabil bei beiden, muss man sagen. Sehr nice. Okay, Trizeps direkt. Schön Bauch crunchen, Mann. Auch Marc, sehr nice. Von hinten, Bizeps. Das ist halt eine Scheiße, Digga. Digga, ich raste gleich aus, Alter. Digga, ich bin erst in der Pose, ganz einfach, Leute. Ja. So funktioniert das. Wer zuerst steht. Das Spiel spielen wir also. Weg mit dir, doch. Jetzt nehmen wir mal den Arm vor sein, ist ja egal, der Arm ist ja größer. Meine? Nee. Nur Spaß. Okay, Latt. Sehr nice, das ist auf jeden Fall gut für. Aber Alter, Adern kommen wir beiden. Hier, Manuel genauso. Stabil. Jetzt kommen wir. Bauchpose. Oh. Okay, da. Oh, Baby. Langsam. Jetzt raus, wenn ein Revier. Alter, das sind auf jeden Fall stabile Apps. Ich raste aus, Ding. Ich mach mit dem ganzen Scheißkopf selber Schatten. Aber da Keugen. Beine fest. Ja, ja, nicht vergessen. Okay. Ich feier das. Das ist mit Abstand die hässlichste, beschissenste Pose ever. Ja. Die sieht doch viel geiler aus, wenn man das nur mit einem macht. Mit einem Arm so oben. Wird toll. Viel geiler ausschauen. Aber da gibt's auch vor allem an die seitlichen Bauch. Ja, stimmt. Alter, wie beschwerend sind dann schauen, wir geben unser Bestes und üben. Muss ja schauen, dass du deine Hüfte schmal bekommst bei der Pose. Ja. Kann man das? Das muss man machen. Machen. Ja, das ist eh eine von den beiden. Bauchflex. Ja, stark, Mann. Jetzt Krabbe. Digga, das kann ich gar nicht. Stabil. Oh. Läuft. Also overall kann man schon mal sagen, Manu hat deutlich mehr Masse. Also da ist definitiv ordentlich Fleisch dran. Und Marc, der hat auf jeden Fall mehr Shreds, kann man schon mal sagen. Also die Rückenader. Aber ist auch kurz mal Gewicht. Ich wiege als heutiges Gewicht ein bisschen verfälscht, weil ich gestern etwas mehr gegessen habe. Aber sagen wir mal 83,5. Marc? Wiegt 73 Kilogramm. 73. Unterschied von 10 Kilo, meine Freunde. 10 Kilo Unterschied, eigentlich gleich groß. Schreibt uns unbedingt. Was sagt ja, Kai hat jetzt auch bei dir. Das war ich übrigens, Bruder. Da habe ich sowieso Punkte. Ich mag halt absolut rasiert. Und Alter! Ja, mit dir, Paul. Aber jetzt mal auf Ernst. Kai? Ja, Marc ist auf jeden Fall shredder und du hast auf jeden Fall mehr Masse. Und du hast einen besseren Tag. Also, aber war das vorher nicht klar oder so? Was sind denn das für Kommentare, Kai? War das vorher nicht klar oder so? Deine Ernst kommt selbst von Daily Kotzen, Alter. Fuck, jetzt wurde ich exposed. No front. Traurig, aber eventuell war. Ja. Also, das kann Front sein. Ja, ja, Digga, du kennst meine Bauchmuskeln schon voll lange, Paul. Ist halt klar, wenn man halt weniger ich ist, die Bauch-Apps wie gar ein KFA hat, Freunde, dann... Ja, Marc kann auf jeden Fall mit seinem Bauch einiges anstellen. Vakuum ist halt bei dir krank.
So ein Gag, Alter. Da habt ihr erstmal einen fetten Like da lassen, Freunde. Und schwenk einmal bitte in die Richtung. Und zwar, wo hast du dich denn da gerade aufgelehnt, Digga? Jetzt macht er das alles hier hin. White Summer Exclusive. Genau, Freunde, das wollte ich jetzt auch noch kurz berichten. Und zwar, wir haben hier die Specials diesen Sommers, die Rocker rausgebracht hat. Wir haben No Way zwei spezielle Geschmäcker. Dasselbe bei Smectastic, Pink Essentials und Strong, Freunde. Sprich, wir haben sozusagen von diesen Produkten einfach spezielle Geschmäcker nur für den Sommer rausgebracht. Und richtig geil, Leute, gerade läuft ein Presale. Ihr könnt, wenn ihr zwei Produkte bestellt, Leute, 10% sparen, richtig geil, eben nur im Presale. Plus, wir haben hier auch vier Produkte, Leute, stehen. Und eines davon bekommt ihr nochmal gratis dazu. Das heißt, ihr spart 10% plus bekommt ein gratis Produkt. Das Ganze, Leute, funktioniert nur, wenn ihr über meinen Link unten in der Videobeschreibung bestellt oder über meinen Swiper in meiner Insta-Story, Freunde. Das heißt, unbedingt abchecken. Und ja, schlagt zu auf jeden Fall. Es wird wahrscheinlich sehr, sehr schnell vergriffen sein, vieles. Das heißt, Leute, direkt auf die Rocker-Seite gehen und bestellen, Freunde. Mich supporten, Freunde. Und jetzt noch einmal zum endgültigen, finalen Gespräch. Marc, ich bitte Sie, gibt es noch irgendwelche abschließenden Worte, die man sagen kann? Ich muss Masse aufbauen und du bist auf Diät und wirst wahrscheinlich den heftigsten Wettkampf überhaupt hinlegen. Leute, ja, der Bursche ist 17 Jahre alt. Wirklich den größten Respekt, meine Freunde. Vielen, vielen Dank. War natürlich ein bisschen lustig jetzt, aber ja, Masse muss rauf bei mir. Ihr seht, der Junge hat Masse. Guckt, hier kommen die Adern, hier die Schulter, war gerade noch echt extrem. Hier, guckt euch das mal an. Google Maps ruft an und will die Adern, die Straßen zurückhaben, Digga. Also wirklich brutal, meine Freunde. Mehr kann man nicht sagen, meine Freunde. Wir gehen beide unser Bestes. Marc Richtung Masse, ich auf Diät derzeit. Ich wollte schon leider sagen. Ja, leider, weil ich gerne mehr fressen würde. Aber Freunde, so ist es nun mal. Ich will auf die Bühne und deswegen muss ich damit leben, beziehungsweise essen. Digga, wenn ich jeden Tag 600 Kalorien essen würde, Freunde, würde ich in einer Woche 300 Kilo gefühlt. Standard. Würde auch keinen Bock mehr machen, weil dann würde ich mir wieder denken, ich habe keinen Bock mehr für Essen, ich will eine Diät machen. Genau. Also Freunde, ja, es ist so gut, wie es ist. Und deswegen, ja, ich würde sagen, Freunde, das waren die abschließenden Worte. Ich danke mich an den Schiedsrichter Paul. Ich bedanke mich an den schlechten Schiedsrichter Kai. Kai Uwe! Und ich würde sagen, Leute, schaut unbedingt bei den Jungs vorbei. Alles verlinkt. Und ja, ich würde sagen, Freunde, wenn ihr mehr Content sehen wollt, hier aus der WG, unbedingt liken, abonnieren und kommentieren. Ganz, ganz wichtig, wir sind fast 50.000. Bitte jetzt alle mal den Abo-Button da sprengen. Es schauen so viele Leute, die nicht abonniert haben. Das heißt, unbedingt würde mir einen riesen Gefallen machen. Somit bin ich raus, Leute. Peace out. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.